Ja, hi, willkommen. Mein Name ist DaniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia. In der letzten Folge ist nicht viel passiert. Wir haben mal ein bisschen Doktorspielchen gemacht und ja, unser, naja, Chef, Lehrer, habe ich jetzt nicht so mitbekommen, ist einfach abgehauen, hat uns mit ein paar Patienten zurückgelassen und jetzt suchen wir den Typen. Und alle Lichter sind plötzlich ausgegangen. Was ist hier passiert? Wir sehen es jetzt. Something must be wrong with the spirits. Das ist natürlich sehr unauffällig. Hi. Just keep quiet, and I won't need to hurt you. Whoa, what? Wait, why are you breaking into the lab? What are you? Hey, what's up? That's strange. What part of keep quiet didn't you understand? So. Ready to hold your tongue now? So much noise. Could you try coughing quietly? What are you doing here anyway? Can I talk? I dropped something. I was just picking it up, see? What are you up to? The guards will be here any second. That's why I need to hurry, and you need to go home before they arrest you for trespassing. Oh. Und dich wegen versuchten Mordes. Ja, genau, lauf der verrückten Lady hinterher, die uns versucht hat zu töten. Where'd she go? She must have gone ahead. There was something fishy about that sign-in sheet too. Anyway, I need to find the professor and tell him about the award. So, das sieht doch sehr stark nach der ersten Dungeon aus. Das bedeutet erster Kampf. Aber wo? Prüfen. Ein Stück Holz. Okay. Punkte 11, was? Oh, Truhe. Ein Umhang. Geil. Boah, zum Glück habe ich den nicht gekauft. Hätten wir schon 1000 Geld aus dem Fenster geworfen. So, und Umhang, was macht der überhaupt? Ah, okay. Dekoration. Oh ja, davon habe ich gehört. Ja, freue ich mich schon. So, da ist Wasser. Wasser kann ich nicht durch, okay. So. Ja. Die Myla macht erstmal einen auf Jesus und bricht hier in diese Kanalisation ein und versucht uns zu töten und wir wissen nicht warum. Vielleicht wüssten wir es, wenn wir sie am Anfang gespielt hätten. Hey Kid, who let you in? I sort of let myself in. Sorry for the intrusion. I should be taking you to security, but you seem courteous enough. Come on, I'll take you to the exit.
Wait, I'm looking for Professor House. I think he's still here. Oh, so you know the professor, do you? Yeah, he's still here. You really shouldn't be wandering around here, kid. I ought to get in touch with your parents. My family doesn't live around here. They're all back in my hometown. I see. Good to know. What? Relax. Come quietly and you won't get hurt. Why are you doing this? Wait, does this mean you're holding the professor too? I said come quietly, kid. What? Während dieses Kampfes gibt es Anleitungen, denen die Steuerung erklärt wird. Die Anleitungen sagen, ja klar. Okay, vor und zurück. Okay. Ich kann laufen. Okay. Bewegung ist das A und O im Kämpfer. Bitte frei laufen und mich über das Schlachtfeld zu bewegen. Also drei, klar. Verwende Viereck, um Angriffe abzuwehren. Ja, ich kann nicht sogar mit meinem Rücken hier abwehren. Okay, gut. Abwehr, ja, okay, ist selbsterklärend. Schnellschritt. Nach vorne und nach hinten. Geil. Aber nicht mehr seitwärts. So viel Luxus gibt es hier nicht mehr. Okay, Tales of Grace. Na und? Mit schnellen Schritten kannst du dich auf einen Feind zu oder vor ihm wegbewegen und Angriffen ausweichen. Okay, normaler Angriff. Zack. Aua, ey. Zack. Oh, das macht mir jetzt schon Bock, obwohl ich bis jetzt nur angegriffen habe. Angriff? Achso, habe ich noch gar nicht gemacht. Um das Ziel zu wechseln. Zap. Hui. Aua. Zack. Und unten. Oh, das wird so geil. Boah, ich habe jetzt schon tierisch Spaß. Aua. Nee. Okay. Ja, okay. Geht gerade nicht. Antippen mit der 1. Man wechselt den Gegner. Vom Kreis. Für eine Art. Boah, ich vergesse immer, ich muss mich halt so bewegen. Und wie habe ich das jetzt gemacht? Das war voll geil. Hui. Zack. Ich muss jetzt öfter das hier wieder machen. Das ist so ungewohnt. In Tales of Grace F. Also geht noch weiter. Als Kosten AZ Angriffszähler und TP Technikpunkte. Solange du AZ und TP hast, kannst du einen Fort Arts verwenden. Kannst du in einen Fort Arts. Okay, Tutorial vorbei. Zack. Oh, das ist so ungewohnt. In Tales of Grace F. Musstest du nur mit Seitwärtsschritten kämpfen und freilaufen ist sowas von gar nicht mehr zu gebrauchen. Jetzt muss ich mich wieder dran gewöhnen. Das ist ein bisschen ungewohnt. Man kann ihn wieder anketten, das ist geil. Oh, das ist so Hammer. Zack. Boah, der kann hier richtig Kung Fu. Ach, ich kann ihn nicht mehr einsetzen, wenn ich. Jetzt kann ich nicht mehr Dämonenfaust einsetzen. Egal. Zack, 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 zack. Oh. Oh, ich habe so ein Grinsen wieder am Gesicht. Schön. Ich freue mich so richtig. Ich weiß nicht, um was es in dieses Spiel geht, um was was noch auf uns zukommt, aber ich weiß, es wird Hammer. Ich weiß es einfach. Es ist leichter, einen kritischen Treffer zu haben, wenn du Feinde von hinten angreifst. Kritischer Treffer, ich hätte leicht so, ja, okay. Da brauche ich jetzt nicht so ausführlich erklärt werden, das kann ich mir schon denken. War ja nicht ein Sack, war jedoch. Prüfen. 200 galt. Ah, schön. Komm, ich bemerke, das hat voll Bock gemacht. Ah, und dann später noch mit mehreren. Oh.
Eisenpulver. Okay. Boah, ich bin voll der Fanboy. Obwohl ich bis jetzt nur drei andere Spiele gespielt habe. Schöne Feder. Fern eines Fußes mit kräftigem Federkleid. Ja, was es mit den Sachen auf sich hat, werde ich wohl später erst erfahren. Hey! Komm her! Okay. Was gibt's da noch zu lernen? Okay. Wow, hupsala. Wo kannst du hochspringen, Mann? Ach, das mit der Teleportierung oder was? Oder wie hat. Ich hab mich nur letztens teleportiert. Ging das? Ah. Geil. Jules flinke Umrundung. Flinke Umrundung. Weißt du, ein Angriff mit einem Rückwärtsschritt aus, geht Jules hinter den Gegner. Geil. Dieser ist für kurze Zeit wehrlos und du kannst ihn nach Herzenslust angreifen. Zack. Ungefähr so. Geil. Ah. Oh, hupsala. Da habe ich oben und Kreis gedrückt und dann fängt er auf einmal an zu heilen. Aber ist ja gut, er kann heilen. Schön. Ich werde meinen Spaß haben mit dem Spiel. Okay, hoch. Was erwartet so? Wow, this place goes on forever. Lots of spots to hide a professor. Ja, ja. Die Kämpfe waren bis jetzt nur einfach. Okay, darin bin ich gut. Hm. Na gut. Nothing about this makes any sense. What's going on here? Seltsames Fragment. Von irgendwas. Was soll das denn sein? Was? Naja. So schwer waren die Kämpfe noch nicht. Ich kann mich noch erinnern, wenn man Tales of the Abyss am Anfang gespielt hat. Auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad, dann hat der erste Gegner schon ungefähr 10 Minuten gedauert. Das ist hier. Okay, schwer, aber trotzdem. So. Ach ja, TP bekommt man jetzt zurück. Ja, jetzt muss ich wieder auf meine TP achten. Jetzt kann ich nicht wieder in jeden Kampf volle Pulle rausgehen. Jetzt muss ich wieder aufpassen. Aber ich bekomme mal TP mit jedem Schlag zurück. Das ist echt genial. Orangengummi. So. Forschungsbezirk. Hier wird nicht zufällig angezeigt, wo ich hin muss, ne? Okay, da kann ich nicht hin. Wo denn dann? Oh, da ist ein Gegner. Warum renne ich denn weg? Hä? Komm her! Oh, geil! Oh, geil! Oh, ich liebe es, wenn ich professionell aussehe, aber in Wirklichkeit von nichts eine Ahnung habe. Jetzt bin ich ja nur am Ausweichen und am Angreifen. Na, so weit klappt das nicht. Zack! Oh, schön. Kommt schon, ein Kampf noch. Einer geht noch. Einer geht noch rein. Und ein Stück Holz. So, und ich mache auch noch platt. Komm schon. Verdammt! Boah, er sieht aber auch richtig hart im Angreifen aus. So, als würde er richtig verkloppen wollen. Genau deswegen habe ich ihn auch gewählt. Zack! Boah, wie oft habe ich ihn jetzt schon zack gesagt, ey. Aber genauso fühle ich mich gerade. Und wir haben Eisensand bekommen. Schnell Schritte, um einen schnellen Schritt von okay. Werde ich mir merken. So. Ich würde sagen, das war's dann für diesen Part. Hier ist ein Speicherpunkt, hier werde ich auch speichern. Bam. Und wir sehen uns im nächsten Part. Tschö. Bleibt dran.